Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren. Ja, wir reden heute über einen Antrag von den Grünen zur Verschwendung von Lebensmitteln. Und ich muss Ihnen sagen, ich finde den Antrag richtig gut. Und ich kann das sagen, auch wenn er von Ihnen kommt, mir bricht da kein Zacken aus der Krone. Verschwendung von Lebensmitteln ist ein ganz dramatisches Thema in diesem Land. Verschwendung von Lebensmitteln ist dekadent, unethisch und eine Reduzierung dieser Verschwendung ist dringend geboten. Wir reden hier über das Thema Containern und wir reden darüber, ob es vernünftig ist oder überhaupt verträglich ist, dass Menschen in Müllcontainer kriechen müssen, um dort Essbares rauszuholen. Ich sage nein, weil wir sollten dafür sorgen, dass überhaupt erst nichts Essbares, Verwertbares in diesen Containern landet. Und der erste Weg dazu wäre, den Supermärkten klarzumachen, dass das eben keine Maßnahme ist, die für die Zukunft weiter tragbar ist, dass essbare Lebensmittel weggeworfen werden. Das Thema Bändern wurde angesprochen und auch die Gefahr von irgendwelchen Infektionen. Ich möchte ganz einfach sagen, das ist sicherlich Geschmackssache, aber es sind erwachsene Menschen. Wenn die dieses Risiko eingehen möchten, sollen sie es tun. Ich finde es viel schlimmer, wenn man alte Leute oder Obdachlose in Mülleimern kramen sieht in der Innenstadt und dort Essbares herauskratzen. Da macht sich ehrlich gesagt auch niemand Gedanken, ob die sich mit irgendwas infizieren. Die sind froh, dass sie überhaupt was zu essen finden. Lebensmittel sind viel zu günstig. Das muss man einfach sagen. Das ist sicherlich unserem Preisgefüge geschuldet. Wer sich so teure Energiekosten leistet wie Deutschland, muss Lebensmittel billig machen. Aber Geiz ist geil. Es muss das neueste Smartphone sein. Es muss die Markenkleidung sein. Nur Essen darf nichts kosten in diesem Land. Und natürlich auch die Einkaufsmentalität, die gewachsen ist hier in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Es muss alles immer, überall, jederzeit und im Überfluss verfügbar sein. Und bei einem derartigen Überangebot kommt es natürlich auch dazu, dass Haltbarkeitsdaten ablaufen. Da sind wir beim nächsten Punkt, das Mindesthaltbarkeitsdatum, für manche ein faktisches Evangelium, was natürlich völliger Unsinn ist, aber es hält sich eben fest in den Köpfen, dass ein Mindesthaltbarkeitsdatum heißt, ab diesem Tag darf man das nicht mehr essen, ohne Leib und Leben zu gefährden. Das ist Unsinn. Wir sollten alleine schon an dieser Markierung drüber nachdenken, etwas zu ändern. Wir haben in Deutschland 4 Millionen ALG-II-Bezieher, 2,1 Millionen davon sind Kinder. Wir haben Millionen alte Menschen in Altersarmut. Armut bedeutet immer im Regelfall auch schlechte Ernährung, Erkrankungen, Übergewicht und Ähnliches. Und ich glaube, ein Land, das sich leisten kann, auf der einen Seite Krankheiten zu dulden, die durch Armut zustande kommen, und auf der anderen Seite Tonnen von Lebensmitteln wegwirft, da läuft irgendwas schief. Wie Sie in Ihrem Antrag als Begründung schon aufgelistet haben, sind da in einigen europäischen Ländern die Entscheidungen deutlich weiter. Das finde ich sehr vernünftig und begrüßenswert. Deutschland hinkt da ausnahmsweise hinterher, aber vermutlich, weil es dazu noch keine EU-Richtlinie gibt. Ja, bleibt das Thema Strafbarkeit. Strafbarkeit beim Containern liegt ja nicht zuletzt daran, dass es sich um abgeschlossene Tonnen handelt, die im Regelfall auf eingezäunten Privatgrundstücken stehen. Ich glaube, da muss man gar nicht anfangen, darüber zu diskutieren, ob das jetzt ein Einbruch ist oder ein Diebstahl oder irgendwann. Man muss einfach verbieten, essbare Lebensmittel wegzuwerfen. Wenn wir an den Punkt kommen, dann sind wir einen großen Schritt weiter. Und natürlich muss man auch mal fragen, was ist denn Weggeworfenes wert? Weil wenn ich etwas wegwerfe und hinterher das Eigentum daran reklamiere, wird es schon ziemlich lächerlich. Also ich glaube, da gibt es einiges zu diskutieren. Ich freue mich auf die Diskussion im Ausschuss, aber ich werde diesen Antrag vollumfänglich unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Guth. Meine Damen und Herren, zu diesem Tagesordnungspunkt liegen